Haben Sie schon mal für ein Wunder gebetet? Gott gebeten, etwas Schweres von Ihnen zu nehmen, als Sie krank wurden, bei einer Behinderung, als etwas Schreckliches passiert ist? Ich habe es gemacht. Als 14-Jähriger wäre ich gerne so gewesen wie mein Bruder, auf dem Gymnasium statt auf der Sonderschule. Genauso schnell beim Laufen, beim Volleyballspielen, genauso geschickt. Ich habe gebetet, Gott, wenn ich Arme hätte, dann wäre mein Leben viel besser. Dann wäre ich dabei. Insofern lese ich gerne die Wundergeschichten, weil schließlich wurde der Blinde sehend und der Lahme gehend und die Aussätzigen wurden rein. Heute als Theologe interessieren mich diese Wundergeschichten besonders und vielleicht Sie auch. Und dann bin ich auf eine Geschichte gestoßen, die mir besonders wertvoll ist, weil es ist eigentlich gar keine Wundergeschichte, es ist eine Fünf-Wunder-Geschichte. Fünf Wunder gleich in einer Geschichte, da habe ich mich gewundert und vielleicht wundern Sie sich auch. Das ist die Geschichte des blinden Bartimäus, der vor Jericho sitzt. Der ist blind, kann nichts sehen, sitzt da, bettelt.